Und wir sind wieder zurück zu Pokémon West. Im letzten Part haben wir uns Rayona City ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt können wir links und rechts weitergehen. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Bewegung hält fit. Ob du gerne trainierst oder nicht, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle. Gib das einem Pokémon und dann starten wir durch. Machoband. Die Initiative eines mit Machoband ausgestatteten Pokémon sinkt zwar, doch dafür wird es umso stärker. Das Item mag nicht sonderlich leicht einzusetzen sein, aber es ist, wie es ist. Im Hand der Täuschung auf Route 16 parkt ein Wohnmobil. Wie lange es da schon wohl herumsteht? Wer weiß. Sind wir da? Route 16. Okay, dann kämpfen wir mal gegen alle. Ich bin gerade auf Streife und muss überprüfen, wie stark du bist. Ja, genau. Das können jetzt alle sagen. Nicht bist ein Kinderverzahrer. Der Daniel hat aber einen Terrybug. Das muss man ihm lassen. Okay, es hat den Zug verschenkt. Das müsste jetzt sterben. Nicht. Dann stirbt's halt so. Deine Stärke ist ja fast schon abschreckend. Oh, okay, warte, aber... Juhu, ich rase mit meinem Fahrrad dem Pokémon-Kampf entgegen. Und führe dabei alles nieder, was mir in die Quere kommt. Bäcker Antje. Oh, Picolente. Was makelt dagegen? Ich hab nichts. Und der ist jetzt auch schon fast hin. Ja, egal, ich mach einfach die Kahlklinge. Was soll ich sonst anders machen? Bessere Möglichkeit habe ich jetzt auch nicht. Kleopatra. Na, ich bleib drin. Ah, nicht gerade vor ihr. Miau! Ui, 27. Die Niederlage schmerzt sehr, doch meine Fahrradklingel macht mich wieder froh. Bim, bim, bim. Müssen wir uns leider heilen. Hilft nichts. Aber wir haben keinen, nur meinen Hypertrank. Nein, was ist. Drauf. Geschissen. Ich wollte dich hier gerade ansprechen. Du nicht so. Unglaublich, dass es gleich neben der Großstadt ein ruhiges Plätzchen wie dieses gibt. Das finde ich ganz toll. Komm, lass uns ein Kämpfchen wagen. Backpacker Willem. Ein Rotomorph-Fahrer. Der ist auch ziemlich cool. Den mag ich auch extrem. Ach ja, ich bin jetzt eins mit mir. Ja, ein Drecks-Kleopatra. Jetzt lasst mich nicht entkommen. Ist das dein Ernst? Denke ich mal. Was ist los? Bin ich underleveled oder ist irgendwas anderes? Schneider setzt Zerschneider ein.
Ein Sonderbonbon. Die hebe ich alle bis zum Schluss auf. Falls man am Ende... Oh, da geht's nach rein. Ob das aber jetzt so eine gute Idee ist, ist die Frage. Ich gehe jetzt erst einmal raus. Und... Das treffe genau auf ein Pokémon. Wieder so ein Drecks. Leoparda. Ich wollte zuerst noch alles andere holen, bevor ich da wirklich weitergehe. Ja komm, dann bringe ich dich um. Ah, okay, zweimal muss man immer drücken. Oder macht man es jetzt ganz einfach? Einspringen. Terrybug. Mach, Buddy. Solange nur die Straßen verbunden sind, komm ich überall hin. Und stellt sich ein Gegner in den Weg, muss ich ihn mutig entgegentreten. Was hast du denn überhaupt dabei? Also nur Pflanze, oder? Sehr effektiv, zieht nichts ab. Okay. Das bringt sicher mehr wie dieses Käferkack. Buddy, komm. Mir ist egal, ob ich langsam bin. Und Stärke. Bang. Ich spüre eine tiefe Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Gegenstoß. Das war eine Kampfattacke, wenn es mich nicht täuscht. Und Licht was. Nein. Attacke aufladen mag ich gar nicht, da bin ich gar kein Fan davon. Ich suche nach Orten, in dem in die. Also die in keiner Reifenswürde stehen, so. Also in gar keinen. Reiseführern darf das stehen. Ah, scheiße. Wir einwechseln und ups, und darf gleich mich heilen. Irgendwie kommt mir vor, als ob der Zlabos nicht so stark ist, was eine Möglichkeit ist, oder Möglichkeit 2 ist, dass ich nicht so hoch gelevelt bin, ne? Das ist... Ups. Das ist auch die eine Möglichkeit. Hau ich selbst, ja. Und gleich so viel. Jetzt heile ich ihn aber nicht mehr. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Wenn nicht, dann nicht. Deine Stärke. Man müsste sie eigentlich in jedem Reiseführer erwähnen. Jetzt übertreiben sie aber maßlos. Hallo, Fahrradfahrerin. Kämpf gegen mich. Oder Fahrradfahrer.
Auf meinem Rad fahre ich durch den Wind, dem Sieg mit meinem Pokémon entgegen. Und der Shit. Egal. Slabos wird wahrscheinlich sterben, aber es interessiert mich dieses Mal wenig. Trainiere ich einfach ein paar weiter. Mann, ich da mal, der killt ihn mit einem Schlag. Vergeltung. Aha. Wenn man vielleicht schon zertrümmert, geht das einfach. Ups, ja. Sehr gut. Rollum. Noch eins. Noch eine Kalkklinge und er wehrt ab. Vergeltung. Wenn ich es überlebe, trifft dann also mit 100 jetzt. Ja, bitte, jetzt hasse ich es schon. Das ist das Käfergift, dann machen wir Schaufler. Da werden wir zwar ein paar jetzt vergiften, aber das interessiert mich nicht. Das gibt's ja nicht. Ist mir so egal. So, aber jetzt. Flinkloy, hahaha. Der sanfte Wind bringt die Niederlage. Und jetzt weht er umher. An der Wunderbrücke werden gerade Wartungsarbeiten vorgenommen. Okay. Das heißt, wir können nur noch in diesen Hain da. Aber vorher werde ich mein Team heilen. Ganz schnell, das geht eh flott. Sind ja gleich drüben im Fahrrad. Mit Fahren habe ich es nicht so, mit Fahrrad. Ups. Das immer wegdrücken ist halt nervig. Unrat Detox. Ein Schritt. Und da kommt so ein Drecksvieh noch einmal daher. Einen einzigen Schritt bin ich gegangen. Aber warte. Ich bin da sowieso. So, jetzt reicht's mal. Das tut mir jetzt leid, aber das spule ich vor, weil. Ups. Das ist ein Witz. Das ist wirklich ein jämmerlicher Witz.
Es war eh dort drüben. Und da komme ich wieder durch ohne irgendwas. Sehr gut. Ein Riesenbolz. So, jetzt gehe ich runter vom Fahrrad. Aha, Toxibet. Da oben komme ich aber nicht drauf. In unserer Welt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Wertevorstellungen. Was die einen verabscheuen kann, für die anderen das höchste Glück bedeuten. Gerade die vielen Unterschiede, unterschiedlichen Wertvorstellungen machen meiner Meinung nach den Reichtum unserer Welt aus. Und geht wieder. Ich liebe es, in der Welt herumzureisen und mit all den verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen, aber die Freundin Wonwang denkt ganz anders drüber. Sie bevorzugt ein Leben in Stille und Einsamkeit. Aha. Ja, sie redet gar nichts. Und da komme ich nicht drauf. Wir können nach links rüber. Monocyto ist ein gutes Psycho-Pokémon, was ich aber nicht möchte. Ich habe ein ganz anderes im Auge. Vielleicht werde ich sogar jetzt noch holen in dem Part. Wir werden sehen. Ich glaube, ich werde es jetzt noch holen. Schauen wir mal, ob wir es halt gleich finden, das ist die Frage. Na, wer weiß schon, was es ist. Okay, da sind wir definitiv langsamer mit dem Fahrrad. Ich werde es jetzt ein paar Mal probieren. Ups. Ich werde noch schnell heimfahren, ich dosiere schon. So. Ich werde es jetzt ein paar Mal probieren. Soll es kommen, ist gut. Wenn nicht, dann werde ich es offscreen einfach fangen. Beziehungsweise ich werde dann einfach reinschneiden, bis dann da ist. Es kommt beim ersten Mal. Sehr gut. Jetzt darf ich es nur nicht töten. Machen wir mal was, was sicher nicht viel Damage macht, nämlich Tackle. Ah, probieren wir schon, das müsste schon reichen. Nehmen wir gleich den Heilball, weil es so schön rosa ist. Nein, dann haben wir es gleich voll geheilt. Dann brauche ich nicht nochmal heilen gehen. Oh, ich muss mich aber beeilen. Weil der Sandsturm darf es nicht töten, das mag ich gar nicht. Komm, bleib drin. Ja, da haben wir es. Psychoflug. Genau sowas wollte ich haben. Ja, wir möchten ihm einen Spitznamen geben, aber welches? Welcher Spitzname würde passen? Da müsste ich jetzt überlegen.
Ah, ich weiß schon, was ich mache. Pharao. Pharao. Passt. Jo. Schauen wir mal, wie es schaut, ob es ins Team kommt oder nicht. Das hängt jetzt ganz davon ab, welches Wesen das das hat. Ja, die Verteidigung wird halt ein bisschen höher. Okay. Wunderhaut haben wir. Das heißt, wir können nichts, also auf 50% werden die Attacken reduziert wie Donnerwelle und so weiter. Das ist sehr gut. Gut, mit dem Wesen kann ich eigentlich leben. Ich hätte zwar eins gehabt, das lieber mehr Spezialangriff hat, aber ja, was soll's. Passt. Das heißt, wir können ihm eigentlich... haben wir irgendwas schon, das wir beibringen können? Nein. Aber wir werden ihm irgendwas anderes noch geben. Finden wir irgendwas? Schattenglas, Sternstaub? Nein. Gar nichts. Na, da wäre noch nicht. Na, haben wir noch nichts. Das ist aber nicht so schlimm. Ich werde mich jetzt einmal darüber stellen. Ach Gott. Ach, jetzt kommen die nur. Ich mach's jetzt so. Ich werde jetzt den Partner mitten im Kampf beenden. Ich werde versuchen, das andere Dings da zu fangen. Sollte ein besseres Wesen haben, nämlich den anderen. Ja. Wenn nicht, lösche ich ihn halt wieder, lasse ihn frei und wir sehen uns dann mit einem trainierten Pharao wieder in Rayona City. Also bis dann, euer Zlavos. Tschüss, Dankeschön.